Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge. Und zwar zur allerersten Folge, und zwar zum LS22, ja, Hof-Bergmann-Projekt. Mahlzeit, moin. Ich bin gerade mit meinem kleinen Radl unterwegs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Am gestrigen Tage, ja, wurde ja die Promo-Woche eingeläutet. Weitere Infos in der Videobeschreibung, ne? Das heißt die Beta. Dementsprechend ist in der ersten Mission bekommen. Gestern haben wir auch schon einen Livestream gemacht. Schaut auch gerne noch in das Vorstellungsvideo. Und ich starte heute direkt mit euch durch hier auf meinem Drahtesel und werde quasi, ja, ein Let's Play beginnen, ne, wie ihr es auch schon aus dem 19er kennt. Wir werden gleich mal kurz so auf ein paar Einzelheiten eingehen, denn gestern im Stream haben wir einige Sachen besprochen. Ich habe noch das ein oder andere angepasst. Wir sind jetzt gerade hier auf unserem Haupthof, 8.16 Uhr und ich würde sagen, wir parken erstmal hier fix unser Radl und den parken wir mal, oder das Fahrrad parken wir mal kurz hier rein. Und werden dann heute beginnen, das Ganze zu starten. Es ist natürlich noch eine Vorabversion. Es sind immer noch ein paar Fehler drin, dies, das, Ananas, die auch gestern schon im Stream so ein bisschen erkannt wurden. Es wird fleißig getestet und sobald die Beta-Phase dann komplett abgeschlossen ist und alles fleißig getestet wurde, release dann die Version. Ne? Weitere Infos unten im Link. Modliste habe ich noch nicht erstellt, wird in den nächsten Tagen kommen. Auf jeden Fall sind wir auf Farm Manager gestartet. Ich habe soweit alle Fahrzeuge verkauft, bis auf hier ein paar Kisten und Anhänger und so weiter. Denn egal welchen Schwierigkeitsgrad ich ausgewählt habe, ich hatte Fahrzeuge im Wert von, keine Ahnung, ich glaube 1,5 Millionen. Ansonsten sieht es jetzt hier auch ein bisschen wild aus, ne? Deswegen nicht wundern, das ist jetzt einfach, weil ich ein bisschen was angepasst habe. Ne? Wir haben aktuell keinen Kredit, wir haben 1 Million auf dem Konto. Schwierigkeitsgrad sind wir auf Mittel, also auf Farm Manager gestartet. Ich habe mir dementsprechend Precision Farming mit reingenommen. Aber ich habe im Vergleich zu gestern im Livestream gegen Ende, habe ich mich gegen Jahreszeiten entschieden. Ne? Ist einfach ein bisschen zu langwierig, weil wir wollen natürlich auch schnellstmöglich hier ein bisschen Progress haben und so weiter. Ja, Jahreszeitenprojekt wird auch nochmal kommen. Da werden wir uns ein anderes schönes Projekt raussuchen. Ansonsten habe ich alles an, bis auf Lesesteine. Also ich habe die Steine ausgemacht. Und ansonsten sind wir alles auf, ja, auf Mittel. Ne? Echtzeit spielen wir natürlich. Der speichert auch automatisch. Und wie gesagt, Precision Farming ist ja auch nur als kostenloses DLC mit reingekommen. Und ich habe mir insgesamt einmal den Hof gegönnt. Dann habe ich mir einmal hier die Pferdekoppel, Schafweide, den Schrebergarten und diese 4 Felder. Wir haben keine Fahrzeuge, wir haben nur diese 1 Million. Und damit werden wir quasi einen neuen Start machen hier in dem neuen Projekt. Wir haben auch schon ein paar Hühner, glaube ich. Wir gucken mal kurz rein hier. Haben wir da schon welche? Wir gucken mal. Hühner, wir haben insgesamt 20 Hühner und ein Hahn, ne? Die haben wir schon hier und ja, die müssen wir dann auf jeden Fall versorgen. Wir werden unsere Felder noch ernten. Wir können mal gerade kurz gucken, inwieweit die Felder schon erntereif sind. Wir haben hier 2 Felder, die erntereif sind und das ist einmal, glaube ich, Hafer und Weizen. Ne? Viele haben auch unter dem Video gefragt, wo Baumwolle ist. Baumwolle wurde natürlich wieder rausgenommen, weil es halt nicht für die Region passt. Ansonsten schaut euch gerne die in der Infobox oben rechts verlinkte Map-Vorstellung an. Ne? Und da könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Ne? Da werde ich auch nochmal alles erklären. So, wie das Ganze so funktioniert. Ich bin sehr, sehr positiv begeistert von der Map. Das auf jeden Fall. Wir haben noch ein Fahrzeug hier, und zwar ist das der Navara. Den konnte ich irgendwie nicht verkaufen. Den muss ich mal aus der XML löschen. Warum auch immer. Aber ansonsten haben wir hier nichts. Ne? Wir haben ein paar Schubkarren und so weiter und werden heute einfach hier ein bisschen beginnen. Ne? Wir haben natürlich auch ein bisschen Stroh schon da. Wir haben eine Käserei hier am Hof. Wir haben einen Schweinestall. Wir haben einen Kuhstall. Ne? Wir können Schafe versorgen. Dies, das. Und ja, werden heute einfach mal, ja, bisschen was machen, das Silo auch befüllen und dann mal schauen, was wir denn so machen werden. Wir gucken auch mal wie immer im Shop, ne, und schauen uns das Ganze mal an, ob wir denn schon so ein paar Angebote haben. Und zwar haben wir schon 2 Angebote drin. Wir haben einmal hier den Lintrack, der würde erstmal reichen, ne, so für den Anfang, so als Hofschlepper. Ne, den haben wir auf jeden Fall mit dabei, den werde ich mir jetzt einfach mal konfigurieren. Und Reifen, wir machen Breitreifen und Radgewichte. Ansonsten können wir den ganzen, das ganze Fahrzeug natürlich auch mit Isara-Kompakt-Sensoren ausrüsten. Ne?
Das heißt, er misst den Stickstoffbedarf der Pflanzen während der Überfahrt mit dem Sensor. Das ist natürlich auch wichtig, ne? Und er braucht halt Tageslicht, um zu arbeiten, ne? Das heißt, das ist auch ein Feature von Precision Farming, was wir hier ausrüsten. Und was wir auch machen, ist, wir werden ein Quicke Frontlader-Modul auch noch mit dazu nehmen. Und nur würde ich sagen, kaufen wir uns den mal. Kostet 60.000. Das heißt, wir haben schon mal ein Fahrzeug, womit wir auf dem Feld arbeiten können. Und der Mischfutterwagen, weil wir müssen ja auch Mischfutter herstellen, den weiß ich nicht. Könnt ihr ja nochmal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob wir uns den vielleicht holen sollen. Ne? Weil für die Zukunft wäre es auf jeden Fall nicht verkehrt, solch ein Gerät zu haben. So, jetzt will ich gucken, dass wir noch einen Frontlader bekommen. Von Quicke hatte ich ja gesagt. Ich würde sagen, wir nehmen mal den hier, den 80 PS. Wobei, wie viel PS hat er jetzt überhaupt? Habe ich gar nicht geguckt. Unser Kompakttraktor, 136. Ne? Das ist jetzt nicht so viel, aber für den Anfang ist es auf jeden Fall schon mal gut. Das heißt, heute heißt es erstmal ein bisschen ankommen. Dementsprechend dann, ja, auch das ein oder andere Fahrzeug holen. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal das Quicke hier. Dann können wir auch die Farbe vielleicht von Lindner auswählen. Haben wir die hier sogar mit dabei? Nee, haben wir, glaube ich, gar nicht. Ist aber nicht schlimm. Machen wir einfach, ich glaube, Quicke 5M. Das passt soweit. So, Ballenspieß brauchen wir auf jeden Fall noch. Ballengabel und so weiter, beziehungsweise Palettengabel und Schaufel habe ich sogar, glaube ich, schon. Lass uns mal schauen. Wir haben auch ein bisschen Stroh schon vorab. Das heißt, da könnten wir dann auch schon Tiere versorgen. Wir haben hier eine Mistplatte. Ich meine, wir hätten hier... Nee, haben wir verkauft alles, ne? Stimmt. Wir haben hier noch ein paar Gewichte, die hier noch rumliegen. Da könnten wir zum Beispiel eins dafür nutzen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal cool. Dann muss ich dann doch nochmal gucken, dass wir ja vielleicht einen Ballenspieß noch mit dazu nehmen. Frontladerwerkzeuge. Und ich glaube, den kann man umkonfigurieren zu einem Ballenspieß. Ne? Genau, kaufen wir das auch mal. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch einen Kipper. Kipper für den Anfang. Ich mit denen eigentlich immer ganz gut gefahren. Ich habe natürlich auch das Reischpack mit drauf. Ne? Das könnten wir uns vielleicht auch nochmal überlegen. Ich guck mal gerade. Reisch. Ansonsten ein paar andere Mods noch drauf. Der hat 19 Kubik, kostet 26.000. Ist natürlich nicht verkehrt, aber ich würde mich erstmal für den Klaas hier entscheiden. So als kleinen, ja, den Karat hier als kleines Einstiegsgerät, würde ich jetzt sagen. Den kaufen wir uns auch noch. Dann gehen wir mal zum Shop. Und ja, haben dann den ersten Schlepper. Gucken wir uns mal an. Wir haben einen Frontlader. Ne, Fahrzeug günstig bekommen. Da sind wir schon mal gut dabei. Wir haben immer noch 900.000. Und wir werden gleich einen großen Invest tätigen. Und zwar werden wir uns einen Drescher kaufen. Weil Drescher werden wir immer mal wieder benötigen, auch um unsere Tiere zu versorgen. Wir brauchen natürlich auch noch einen weiteren Traktor, den wir uns dann nach und nach auch nochmal holen werden, der ein bisschen mehr PS auf unter der Haube hat. Aber ich würde sagen, der Lintrag reicht jetzt erstmal für das, was wir vorhaben. Wir haben, wie gesagt, 4 Felder, haben auch diverse Ställe, die wir auf jeden Fall versorgen können. Und heute heißt es erstmal ein bisschen ankommen hier. Ich hätte mir natürlich auch schon Fahrzeuge kaufen können, aber ich dachte, ich wollte euch da einfach mal ein bisschen mitnehmen und auch so ein bisschen teilhaben lassen. Das heißt, wenn ihr, wie gesagt, wollt, dass wir den Mischfutterwagen kaufen, weil es halt keine Futtermöglichkeiten oder Mischfutterherstellungsmöglichkeiten gibt aktuell auf der Hof Bergmann, wie ihr es von dem 19er kennt, das kommt natürlich noch alles nach und nach, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Hier links haben wir übrigens den Hofladen. Der ist aktuell noch geschlossen. Der macht erst um 9 Uhr, glaube ich, auf. Und wir werden hier viele, viele tolle Folgen auf jeden Fall erleben. Und das ist hier halt unser erstes Fahrzeug, was wir haben. Ne? Lintrag, cooler Hofschlepper, mit dem man schon mal ein bisschen was machen kann. Und da werden wir uns jetzt halt wirklich Schritt für Schritt so ein bisschen ranbewegen. Das heißt, die ersten Schritte werden sein, vielleicht erstmal die, ja, die Felder dementsprechend ready zu machen. Beziehungsweise vielleicht gleich auch nochmal die... die dementsprechenden Tiere so ein bisschen zu versorgen. Ne? Da brauchen wir noch einen Big Bag Lifter, um die Big Bags da zu bewegen. Ich würde sagen, der ist auch sehr klein und sehr wendig. Ne? Eignet sich natürlich auch dann erstmal für den Betrieb bei uns auf dem Hof. So, wir fahren mal hier rechts rum. Sehr schön. Und dann sind wir gleich schon wieder
bei uns in Hofnähe und können dann gleich die ersten Geräte bzw. den Kipper und so weiter dann schon einmal soweit ready machen. Sodass wir dann auch durchstarten können hier, ne? Wir werden gleich erstmal unsere Hühner schon mal versorgen, damit die schon mal mit der Produktion so ein bisschen beginnen. Wir haben auch mehrere Einfahrten hier bei uns am Hof. Hier links ist der Schafstall, beziehungsweise die Schafweide. Kann man natürlich auch für Ziegen nutzen. Da weiß ich noch nicht, für was ich das genau nutze. Schauen wir einfach mal. Und hier kommen wir dann wieder auf unseren Haupthof. Man hat hier verschiedenste Unterstellmöglichkeiten. Wo man hier zum Beispiel Karat, den kann man hier reinpacken. Guck mal, hier ist auch das Fahrzeug drin, der Navarro. Den habe ich jetzt auch behalten. Nissan Navarro, den kann man hinten aufklappen. Auch ein schickes Gerät. Und ansonsten würde ich sagen, wo parken wir denn das mal? Ich guck mal gerade hier. Ich würde den einfach da über den Trigger erstmal fahren. Ihr könnt natürlich auch für die, die gerne AD nutzen, hier den ganzen Spaß wieder ausblenden, ne? Die Collie hier. Einfach ranlaufen, linke Maustaste drücken und so habt ihr schon da die Möglichkeit, das dermaßen zu nutzen. Ne? So, das haben wir schon mal ready. Den Ballenspieß, den können wir mal hier beiseite packen. Wir werden uns alles jetzt hier mal so ein bisschen nach und nach holen. Wir werden auch noch eine Schaufel brauchen und so weiter. Es gibt im LS 22 wohl keine Rastermöglichkeit hier der Regale. Das hat man damals mit der Maus dementsprechend mit dem Mausrad drehen können. Das geht wohl nicht mehr im LS 22. Vielleicht gibt es da irgendwann nochmal eine andere Lösung. Aber ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal hier soweit alles hin. Machen das Ganze da vorne einmal ab. Und kaufen uns nochmal zwei Dinge. Genau wie im 19er hat man auch die Möglichkeit vom Händler direkt beim zum Hof die ganzen Sachen zurückzusetzen, ne? Das ist natürlich auch wieder was Cooles. Ich würde sagen, wir nehmen den Big Bag Lifter Single. Den kaufen wir uns. Kostet 700. Und dann brauchen wir natürlich noch die Universalschaufel. Kaufen. Und die können wir dann mit einem einfachen Klick, ne, einfach hier zurücksetzen. Und die spawnen dann direkt auf der Mitte des Hofes. Zeige ich euch gleich, wo wir die Dinge dann finden. Das ist halt auch gut, gerade wenn ihr einen Hof neu einrichten wollt. Klar, ich hätte jetzt natürlich 15 Mal zum Hof, zum Shop fahren können. Wäre natürlich auch die Möglichkeit gewesen. Ja, aber der Hof ist sehr schön gestaltet. Der ist auch im Vergleich zum 19er nochmal komplett anders aufgebaut. Na, guck mal, da haben wir jetzt hier die verschiedenen Gerätschaften. Die sind jetzt einfach hier gespawnt. Hier haben wir Stroh- und Heulager. Hier haben wir den vergrößerten Pferdestall. Auf jeden Fall auch sehr interessant. Ja, und jetzt haben wir hier schon so ein paar Anbaugeräte, die wir jetzt nach und nach einräumen. Ich hatte erst überlegt, ob ich alles vorab kaufe. Aber ich glaube, das machen wir hier einfach ganz entspannt in den Folgen. Das heißt, heute erstmal ankommen. Dann ein bisschen investiert haben wir ja schon. Und dann gleich noch die jeweiligen Tierchen ein bisschen füttern. Ne, das ist auf jeden Fall auch ganz gut. Wir werden auch gleich noch eine kleine Sache direkt platzieren, weil ich das auch gerne hätte. Und schauen wir uns dann an. Ich packe jetzt einfach mal hier die Schaufel. Die können wir eigentlich unten hinpacken. Und würde dann jetzt gleich auch das Gewicht da vorne einmal mitnehmen. Sehr gut. Zack. Das brauchen wir nämlich jetzt, um das Big Bag ein bisschen zu bewegen. Die Gewichte, okay, gut. Sind vielleicht ein bisschen zu groß. Aber als Kontergewicht für einen Big Bag Lifter braucht man da auf jeden Fall was. Und wir haben sehr, sehr viele coole Sachen. Hier ist übrigens links die Reparaturwerkstatt. Ich habe ein paar Scriptbots noch mit reingenommen. Ein paar vom IFCO mit dem automatischen Blinker abschalten, manuelles Überladen. Modliste wird in den nächsten Tagen kommen. Da bin ich jetzt kurzfristig nicht mehr ganz dazu gekommen, die jetzt auch noch aufzubereiten. Bekommt ihr natürlich. Ne? Die Hof Bergmann dauert noch ein bisschen. Bis zum 7. Mai ist erstmal Beta-Testen angesagt. Für Supporter wird die dann in der nächsten Woche wahrscheinlich freigeschaltet. Alle weiteren Infos unten in dem Artikel von Farmer Andy in der Videobeschreibung. Ne? So, das ist der Big Bag Lifter. Mit dem können wir jetzt, ich hoffe, dass wir da durchpassen, hier zu den Hühnern rüberfahren. Jetzt werden wieder welche schreiben, hör, du fährst ja die Hühner platt. Ja, ich bin dann auch ein Hühnerschrecker und hoffe, dass ich mit dem Fahrzeug hier durchkomme.
Gucken wir mal. Aber ich glaube, das müsste passen. Wird zwar ein bisschen eng, aber da werden wir uns auch gleich noch ein bisschen was kaufen. Ich habe es mit dem Schäfer versucht, der hier bei war, aber der konnte den Big Bag nicht anheben. Ne? Das war halt das Hauptproblem. So, wartet. Zack. So, hier können wir mal liften. Ihr seht auch schon, selbst der kleine Lintrak hat da Probleme. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen mal ins Baumenü. Denn unter dem Punkt Tools haben wir ein Gestell für Big Bags. Und das bietet sich auf jeden Fall wirklich gut an. Oder wir machen Folgendes. Wir können das Big Bag Gestell eigentlich auch hier hinstellen. Und brauchen dann immer nicht mit dem jeweiligen Traktor dorthin fahren, ne? Oder reinfahren. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich guck mal gerade kurz. Wie macht man das denn am schlauesten? Ich würde sagen, ich pack das mal hier hin. Wir haben dann zwar einen längeren Weg. Aber das ist nicht wirklich tragisch. Aber so brauchen wir dann zumindest nicht immer... Bei hier können wir eigentlich auch nicht stillen. Mit dem Traktor dann da reinfahren, ne, um die Tiere zu füttern. Ne, ihr könnt natürlich auch mit einem kleinen Kipper da reinfahren. Das geht natürlich auch. Aber das muss halt jeder selbst für sich entscheiden, wie er das gerne handhaben möchte. Dann mach ich's doch da drin. Ach komm, ich mach's da drin. Können wir auch, ne? Wenn es nicht positionierbar ist, müsst ihr einmal die Taste V drücken. Und so könnt ihr dann den Big Bag Lifter dann da, oder dieses Gestell für den Big Bag. Ups, glitscht ein bisschen hier, oder? Mal gucken. Dann auch ohne weiteres hier anpassen, ne? So, da ist das Ding hingestellt. Da stellen wir das Ganze drauf. Und warum wir das da drauf stellen, werdet ihr gleich sehen. Denn wir wollen natürlich auch wieder mit dem Farm Equipment Pack, was auch mit dabei ist bei der Auf Bergmann, natürlich dann auch arbeiten. Und die Big Bag Lifter sind halt einfach, wie gesagt, ganz gut, ne? Damit man einmal die Gestelle da dementsprechend auch nutzen kann. Und wir werden jetzt gleich auch die Tiere versorgen. Ich parke jetzt den erstmal beiseite. Und dann, ja, kümmern wir uns mal um die Versorgung unserer Hühner. Nämlich das erfolgt klassisch einmal per Wasser, ne? Guck mal, Wasser haben wir hier. Das ist der Trigger. Mit dem nehmen wir mal hier dieses schöne, ja, Wasserfässchen. Das kennt ihr auch schon. Das ist aus dem Farm Equipment Pack, was natürlich auch noch kommen wird. Und ja, da haben wir kostenlos Wasser. Das können wir mal aufnehmen hier. Zack. Dann machen wir den ganzen Spaß mal voll hier. Und können dann mit diesem schönen Gerät hier dann natürlich auch die, ja, die Hühner ein wenig versorgen. Schauen wir mal. Laufen wir da mal hin. Tipptopp. Einmal I drücken. Und dann fließt da Wasser rein. Jetzt sind die Tiere dann auch versorgt. Im Standardspiel brauchen die Hühner natürlich kein Wasser, aber hier benötigen sie das, ne? So, dann gehen wir mal hier rein. Nämlich hier ist auch der Futtertrigger. Ne? Der ist hier. Wir haben auch diese alte Schubkarre hier. So, die werden wir jetzt auch gleich nutzen. Und werden mit der alten Schubkarre hier dann natürlich Futter reinpacken, ne? So, ich mache das jetzt mal nicht mit dem Lenkrad, sondern halt mit Maus und Tastatur. Da fahren wir einfach runter. Und können jetzt gleich dann, ja, die Tiere ein bisschen füttern. Das heißt, wir haben dann auch schon mal die ersten Tiere, die wir jetzt hier haben, bei uns dann auch schon versorgt. Müsste richtig ordentlich runterfahren. Und dann haben wir den Spaß dann auch schon ready. 258 Liter gehen hier rein. Ne, mit der linken Maustaste gedrückt halten und dann abkippen gleich in den Trigger. Und ja, dann haben wir uns darum schon mal gekümmert. Das heißt, Eier werden schon mal dann produziert. Ich muss mal diese No-Collision-Geschichte reinnehmen. So. Na, da seht ihr, da ist auch schon ein bisschen was drin. Ihr könnt natürlich auch die Ego-Perspektive nehmen, wenn euch das besser zusagt. Sieht halt auch recht cool aus. Natürlich auch alles vertont, wie ihr es kennt. Ja, da fahren wir jetzt hier ein paar Mal hin und her. Werden den ganzen Spaß dann auch ready machen. Und werden dann in der nächsten Folge, ja, mit der Ernte beginnen, ne? Mit der Ernte beginnen. Wir haben Hafer, was auf jeden Fall schon mal cool ist. Wir haben auch
Weizen. Ne? Das heißt, da sind die Tiere auch schon mal ausgesorgt. Und wir haben, glaube ich, ein Feld, das können wir uns gerade nochmal angucken, wo wir bereits ein Saatbett haben. Ne? Natürlich müssen wir noch die ganzen Werte nehmen von Precision Farming. Und damit wir auch den optimalen Stickstoffwert, pH-Wert und so weiter ermitteln können und auch die Bode-Analyse-Daten bekommen. Wie gesagt, wir spielen hier nicht mit Seasons. Ne? Also ich habe mir wirklich quasi so überlegt, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Casual spielen, wobei wir jetzt auch Precision Farming ja auch mit reingenommen haben. Das kostet natürlich auch ein bisschen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das Fahrzeug haben wir soweit schon mal mit diesen Sensoren ausgerüstet. Das werde ich auch mit den anderen Fahrzeugen machen. Wir haben VCA, habe ich noch mit drauf. Was habe ich noch mit drauf? Mal das Abkuppeln. Und diverse andere Geschichten. Viele Sachen vom lieben Ifbo und vom Andi. Aber auch das Reisspeck zum Beispiel. Oder auch das Quenelanten Vicon. Was wir da haben. Feller Gras Equipment Pack. Also echt verschiedene Sachen, die wir dort haben. Jetzt gucken wir uns mal kurz die Tiere einmal an. Und wir sehen, ne, die sind jetzt komplett gefüttert. Ne? Stroh bräuchten wir halt auch noch. Da kümmern wir uns jetzt auch nochmal drum, dass wir noch ein bisschen Stroh reinpacken. Ich parke jetzt einfach mal die Schubkarre daneben. Und die Hühner, die freuen sich hier. Also Stroh war ja im 19er dann das Einstreu. Aber das können wir auch ganz einfach bedienen. Und zwar haben wir hier mit dem Fahrrad, guck mal, haben wir hier so ein kleines Wägelchen. Ne? Und mit diesem Wägelchen können wir uns ein paar dementsprechende Strohballen holen. Ne? Ich koppel das mal an. Zack. Sehr schön. Und dann fahren wir mal hinten zu unserem Höflein. Klinge funktioniert natürlich auch, ne? Weil Safety First. Und ich nehme mal die Außenperspektive, weil es halt wirklich cool aussieht. Ne? Also auch die Kette animiert und so weiter. Sehr cool gemacht. Da fahren wir mal hinter unserem Kuhstall. Das ist nämlich der ganze Hof hier. Und holen uns kleine Mini-HD-Ballen, die wir nämlich dort platziert haben. Da oben ist Silage. Da können wir auch Gras reinfahren, um Silage herzustellen. Sehr gut, sehr gut. Hier kommt Gülle raus. Und dann haben wir auch da neben dem Kuhstall, das ist übrigens der hier, auch noch hier die Kälberboxen. Kälber gibt es, es gibt Fohlen, es gibt Küken und so weiter und so fort. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ab hier. Mit der Taste E könnt ihr halt hier einsteigen und dann Ballen auslagern, einmal Z drücken. Und da es natürlich HD-Ballen sind, können wir die direkt hier aufheben. Können die hier draufpacken. Zack. Ich nehme mal drei Stück mit. Wobei drei Stück schon recht schwer ist. Und das heißt, die Ballenlager sind auch wieder mit dabei. Die sind aktuell nur fest verbaut, also noch nicht platzierbar. Aber Andi hatte gestern im Stream auch schon erzählt, dass das eine oder andere dann auch wieder natürlich nach und nach kommt. Ne? Vergleich bitte nicht die 19er finale Version mit der Version hier. Metzger und so weiter gibt es noch nicht, aber es gibt einen richtig geilen Weinanbau, der natürlich sehr teuer ist, auf dem wir dann natürlich irgendwann hinarbeiten. Und es wird auch noch ein Multiplayer-Projekt hier auf der Map geben mit dem lieben Randy zusammen. Das werden wir uns in der nächsten Woche, denke ich mal, da werden wir uns dran setzen und ein bisschen was aufnehmen. Und wann es genau da kommt, das werdet ihr noch erfahren. Kann auch sein, dass noch jemand anders dazukommt. Schauen wir einfach mal. Aber das ist auf jeden Fall geplant. Und jetzt fahren wir mal ein bisschen rückwärts hier mit dem Fahrrad, mit dem Radl. Aber vorher will ich einmal die Ballen wieder einladen. Und das mache ich halt mit der Taste B. Das sieht da ein bisschen komisch aus. Aber so werden die Ballen wieder eingeladen. Und verschwinden von der Map. Ja? Und sorgt für bessere Performance. Ne? Das auf jeden Fall. Weil die halt optisch nicht 1:1 dargestellt werden. Sobald die einmal auf dem Boden sind, passen die da rein. Ne? Ansonsten tue ich mir jetzt gerade mal ein bisschen schwer beim Rückwärtsfahren mit dem Fahrrad. Ist auch gar nicht so einfach. Ne? Einfach den Ball nach vorne ablegen und dann das Einlagern aktivieren. Ich fahre mal kurz hier mit dem Fahrrad zu unserem Hühnern rüber. Das klappt schon ganz gut. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Und sollte halt nicht zu schnell fahren. Hier ist der Kuhstallträger. Hier ist auch so ein kleiner Kuhtransporter. Den habe ich auch noch behalten. Ansonsten, ja, werden wir uns alles von Anfang an so ein bisschen erarbeiten. Wir haben einen Trecker, wir haben einen Kipper. Nächste Investition wäre ein Drescher. Da habe ich mir auch schon einen ausgesucht, den wir uns holen. Ein alter Bekannter wird es wahrscheinlich werden. Und nein, es wird nicht der Deutsch sein, sondern ein anderer. So ein Mittelding.
bis klein, weil wir haben ja hier noch relativ kleine Felder bei uns. Und da habe ich mich für ein spezielles Modell entschieden. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Ja, da kommen noch ein paar Pferde dazu. Dadurch, dass wir Hafer haben, können wir die natürlich auch direkt versorgen. Finde ich zum Beispiel auch ganz gut. Und jetzt fahren wir mit dem Fahrrad einfach mal hier rein. Mit dem kleinen Transporter hier. Ich finde das echt super, ne? Es macht wirklich Spaß mit dem Fahrrad hier. Ich glaube, wir sind gestern auch komplett einmal um die ganze Map gefahren im Livestream. Heute übrigens um 15.30 Uhr schon Livestream. Schaut gerne vorbei, wenn ihr Lust habt, ne? Live auf Twitch, HomeYT. Da geht's weiter. Leider ein bisschen früher heute. Als normalerweise. So, das Stroh können wir auch ruhig in Hand behalten. Hier seht ihr, kommt dann der Trigger dementsprechend auch. Und da wird die Strohplane dann auch soweit hier reingepackt. Ich würde sagen, ne, die Hühner sind soweit ready. Die sind gut versorgt. Das ist, glaube ich, jetzt nicht 100%, oder? Ja, gut. Ich werde noch mal ein bisschen Stroh reinpacken. So zwischen den Folgen. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, soll es das auch für heute mit der allerersten Folge zum neuen Hofbergmann-LP gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Ne? Schreibt auch gerne eure Meinung dazu, ob wir uns den hier noch dazu kaufen sollen, weil wir brauchen wir auf kurz oder lang, wenn wir Kühe machen. Ist auf jeden Fall ein Schnapper oder ob wir lieber in andere Sachen investieren. Wir werden auf jeden Fall in den Drescher investieren, bis zur nächsten Folge. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Däumchen da lassen, nicht vergessen, Kommentare schreiben. Und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.